Leid des Novizen, Mönch, Raserei des Fremden klingt nach Krieger. Nee, das ist Barbar, Beschwörung des Dichters, das ist klar, das ist Musiker. Oder Sänger halt, besser gesagt. Das ist Waldläufer, verwundeter Schuss des Läufers. Und Erholung des Veteranen ist Kämpfer, genau. Nee, wir wollen was von ihr oben. Bewirkt einen Schutzschild aus Magie, die Abwehr des Zaubernden erheblich steigert. Plus 50 Abwehr ist nicht mal schlecht, aber nur zweimal pro Ruhephase. Der Zauberbuch-Slam ist ein Nahkampfding. Ich würde lieber die Explosion nehmen. Erzeugt eine Explosion auf dem Ziel beim Einsatz des Zauberstabs, Stabs oder Zepter, die einen Feind in einer kleinen Umgebung Schaden zufügen. Mittleren Schaden. Ja, das ist für den Anfang eigentlich das Beste, meiner Meinung nach. Denn er sollte eh nicht so oft in den Nahkampf kommen, der gute Alof. I'm here. So, ihr habt Goldsohle dabei. Die Sohle ist die kleinste Goldmütze der Valianischen Republiken und wird für Transaktionen mit hohem Wert benutzt. Ist 9 Kupferpant das Stück wert. Das heißt, wir haben hier 36 Kupferpant. Hier haben wir einen Kupferskate. Der Skate ist die Standardwährung im Kaiserreich Idir und im Gebiet unter seiner direkten Kontrolle. Wie beim Dürrwampant handelt es sich dabei um eine kleine Kupfermünze. Ja, deswegen ist sie auch nur 1 wert. Und den Silberpfennig hatten wir, glaube ich, schon. Diese große Silbermünze wird im Reich Idir und vielen seiner Kolonialgebiete für große Transaktionen benutzt. Nein, ich glaube, das hatten wir noch nicht. Der ist 6 wert, also haben wir nochmal 30 Kupferpant. So, da hinten ist ein Pflänzchen, das wir uns zuerst aneignen wollen. Ja, eine Pilgerkrone. Gasthaus zum schwarzen Hund. Der angesammelte Rauch und das Kochfett haben die Fenster vernebelt. Ja, wobei die Küche eigentlich da hinten ist. Da wird wirklich schlecht gelüftet da drin. Aber ehrlich gesagt ist ja das ganze Dorf ziemlich heruntergekommen. So. Auf den klebrigen Bodendielen wurde etwas verschüttet, aber niemand hat es weggewischt. Ja, sehr schöner Eindruck. Ich dachte immer, diese Schenke würde untergehen, nachdem der Besitzer gegangen war. Aber sie hat überlebt. Ich wünsche, ich hätte hier ein paar Minnesänger. Ja gut, was steht hier? Auf diesen Tellern gerät eine bräunliche Brühe. Es riecht verbrannt. Hat sich jemand als Kochen versucht, weil der Koch weg war? Hallo und willkommen in der... Die Schankwirtin schaut auf. Oh, du bist es. Telfred hat uns gesagt, was du für ihn getan hast. Wir sind so erleichtert, dass er wieder bei uns ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Von nun an kannst du dich als Ehrengast unseres Hauses betrachten. Rabatt auf Met auf Zimmer. Telfred sagt, er wolle in der Küche schnell etwas Feines für dich zubereiten. Richtig gehört er schon wieder beim Kochen. Sie lacht. Also, was hättest du gerne? Ich würde erstmal gerne was über den schwarzen Hund erfahren. Wirklich? Naja, lass mich mal sehen. Das eigentliche Gebäude steht hier schon seit Jahren. Der schwarze Hund aber ist doch ziemlich neu. Hier drin bekommen wir auch viele neue Gesichter zu sehen. Gut, zugegeben nicht mehr so viele wie früher. Tempel ist quasi der Hauptgewinn. Mit ihm werden die Besucherschar sicherlich schon bald zurückkehren. Bis der Vorbesitzer überstürzt abreiste, war ich hier Bedienung. Keiner weiß, was mit ihm geschehen ist. Selbst seinen armen Hund hat er zurückgelassen. Da kommt doch der Dame her, musst du wissen, der schwarze Hund. Sie sitzt immer noch oben und sehnt sich nach ihm, armes altes Mädchen. Irgendwie ist die Schenke in meinen Händen gelandet. Sie lacht, meine eigene Schenke. Sie verlangt mir viel schwere Arbeit ab, doch bislang ist es das wert gewesen. Ihr könntet mal jemanden einstellen, der den Dreck wegmacht. Freie Platzwahl. Willst du was trinken oder ein Zimmer? Wir haben gerade 2 frei. Leider können wir heute kein besonders schmackhaftes Emsen anbieten. Sie seufzt. Es sei denn, du findest Gefallen am kalten Hafer, aber ich dachte, der Koch kocht wieder. Dann hätte ich gerne ein Zimmer. Gewiss, du bist hier willkommen. So, ich hätte gerne die Arbeiterrast für die Wahrnehmung und die Mechanik. Wobei mehr Entschlossenheit auch nicht schlecht ist. Nee, für ein erstes müsste der Gemeinschaftsraum reichen, weil wir nachher eh noch Edda aufnehmen. Und dann kriegt er eh keine Boni. Also rasten wir. Wir kriegen eine Vision. Du schläfst ruhelos und fieberhaft und im Schlaf wirst du von Gezische und Geflüster attackiert.
über das sich ein erstickendes Angstgefühl wie eine Decke legt. Du öffnest die Augen, um aufzuwachen und findest dich vor dem Galgenbaum in Goldtal wieder. Das Knarzen der Seile wird in deinem Verstand immer lauter, bis das Geräusch ohrenbetäubend ist. Am Baum hängt eine alte Zwergin, deren Gesicht wie eine zerfallende Frucht nach innen gesunken ist. Also ja, das ist richtig geschrieben. Sie zerfällt gerade, sie ist noch nicht zerfallen. Ihr Kopf hängt schlaff zur Seite. Als du sie ansiehst, wird sie in deinem Verstand immer größer und größer, bis sie schließlich nur noch weniger Zentimeter von deinem Gesicht entfernt ist. Ja, okay, das könnte wieder ein Schreibfehler sein. Außer sie haben es extra so geschrieben. Bis sie schließlich nur noch weniger Zentimeter von deinem Gesicht entfernt ist, ja. Oh, plötzlich reißt sie ihren Kopf nach oben und ihre leeren Augen auf. Die dahinterliegende riesige Leere lässt ihr den Magen in die Knie sinken. Sie öffnet langsam den Mund, begleitet von einem widerlichen Luftstoß, drängt ein einzelnes Wort an deine Ohren. Wächter. Ja. Hallo. Du reißt dich aus dem Traum, aber der übliche Geruch der Zwerge steht dir noch in der Nase. Der Schweiß läuft dir in dicken Tropfen von der Stirn und deine Haut ist von Kopf bis Fuß schweißnass. Du erinnerst dich an die Frau. Du erinnerst dich daran, ihr verfallendes Gesicht gesehen zu haben, als du mit dem Magistrat sprachst. Beseelerin, so hatte er sie genannt. Obwohl dich das mit einer mulmigen Ahnung erfüllt, spürst du einen merkwürdigen Drang, diese Frau noch einmal zu treffen, auch wenn du nur sicher gehen willst, dass sie wirklich tot ist. Ja. Level up. Für uns beide. Mechanik würde 4 kosten. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Deswegen machen wir das Ganze mal so. Jetzt können wir eine Paladin-Fähigkeit endlich mal auswählen. Zweimal pro Begegnung flammende Hingabe. Das ist der Flammenangriff. Beschwört das innere Feuer des Paladins darauf. Seine ausgerüstete Waffen gehen in Flammen auf und fügen dem nächsten Angriff Brandschaden zu. Plus 50% Schaden als Brand, plus 20% Genauigkeit. Das ist schon mal nicht schlecht. Das hier ist eine Aura. Die intensive und reine Überzeugung des Paladins erfüllt ihn und alle in seiner Umgebung mit einem überwältigenden Gefühl der Richtigkeit ihres Tuns. Wodurch ihre Neuigkeit verbessert wird und gleich die Treffer teilweise in Treffer umgewandelt werden. Kann ich gemeinsam mit anderen eifrigen Auren aktiv sein, ja. Plus 6 Genauigkeit, plus 15 leichte Treffer, umgewandelte Treffer. Das ist eher etwas, was ich Paladine dann geben werde. Weil wir haben nachher 2 Paladine in der Gruppe, also können wir auch 2 Auren gleichzeitig aktiv haben. Ja, Sturmangriff, Bewegungsgeschwindigkeit plus 2 und plus 15 Verteidigung bei Zurückziehen, ja, ist so lala für eine Gruppe. Das hier ist besser. Plus 3 Schadensreduktion, plus 15 erlittener Treffer umgewandelt in leichte Treffer, das werde ich auch nehmen. Und da ist das bei Airy schon mal erledigt. Jetzt Alof. Alof kriegt auch erstmal 2 Punkte in Überleben, 1 in Athletik. Jetzt können wir Stufe 2 Zauber bei ihm auswählen. Also ja, wir könnten auch Stufe 1 Zauber noch wählen, aber da wir jetzt 2 haben, sollten wir auch 2 nehmen. Nämlich einmal nekrotischer Strahl und einmal Spiegelbild. Das ist schon mal ziemlich gut für den Anfang. Gut. Yes. Wir sind gerastet und können jetzt... Wir gehen nachher nochmal in die Schenke. Mann, ich hätte gerne einen gescheiten Speer, aber ich habe keinen gescheiten Speer. Ich habe nur meine Pike. Auch wenn jetzt ein anderer Speer nicht unbedingt einen Unterschied macht zu den Xaurib-Speeren. Der Schaden ist sogar recht gut eigentlich, wenn man sich so überlegt. So. Das heißt, wir verlassen die Schenke wieder und gehen jetzt direkt zum Baum.
Ja, Hauptquest nebenbei und Nebenquests gerade keine. Ah, doch, zu spät zum Abendessen. Pascal, die Schankwirtin der Schenke zum Schwarzen Hund, war äußerst dankbar, dass ich Tempest sicher zurückgebracht hatte. Sie bot mir als Gegenleistung für meine Hilfe einen Rabatt auf Essen und Unterkunft in der Schenke an. Ja. Goldtal. Ich habe Talholz erreist. Die müsste... Ja, das kennen wir auch alles. Das haben wir bereits auch abgeschlossen. Vision und Geflüster. Ja. In meinem Traum hörte ich die Stimme einer Frau, einer toten Frau, die an einem Baum im Zentrum von Goldtal hängt. Es war zwar nichts anderes als ein Traum gewesen sein, aber er wirkte merkwürdig real. Ich versuchte dorthin zurückzukehren, um mich selbst davon zu überzeugen, was daran war. Mein Zustand ist unverändert und ich kann nicht gut schlafen. Hm? Deswegen geht's gleich mal zu dem Baum. Und da hat sich irgendwas verändert. Der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwergin baumelt von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Galgenstricks durchbiegt. Das aufgedunsene Fleisch ihres Halses, das stellenweise wie mottenzerfressenes Leinen aussieht, stülpt sich über das Seil, an dem sie hängt, und ihr lebloser, nach vorne gebeugter Kopf rollt beim Wechsel der Brise steif von einer Seite zur anderen. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten wahr, das aber keine Schatten auf seine Umgebung wirft, sich aber lauwarm anfühlt. Du glaubst nach ihm greifen und es berühren zu können, aber nicht mit deinen Händen, sondern mit einem Aspekt deines Selbst, das keine weltliche Dimension hat. Nach der Frau greifen. Klare Gedanken fassend und dich auf dein Ziel konzentrierend, holst du tief Luft. Als du ausatmest, merkst du, wie du dich nach der hängenden Frau ausstreckst. Du nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuem ungewohntem Bewusstsein wahr. Nachdem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es in deinem Verstand einen plötzlichen Ruck, ein klingendes elektrisches Aufbrennen von Bildern, Worten und Geräuschen. Du schließt unwillkürlich deine Augen und spürst, wie du an einen Ort, der nur vor dir und der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, starrt sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper immer noch im Wind schaukelt, den du nicht mehr spürst, und an einem Baum hängt, der nur in einer nebligen Leere steht. Ja, also wir sind jetzt sozusagen in der Zwischenwelt gelandet, in der es nichts gibt außer mir, der Frau und dem Baum. Wobei der Baum auch nur zur Hälfte da ist. Die Frau nickt dir langsam zu, was das Seil knarzend quittiert, und lächelt dich an. Have you come here for me, dear? Or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? Bist du meinetwegen hergekommen, Schätzchen? Oder hast du dich verlaufen? Sie kneift ihre Augen zu, als sie zu dir hinabspielt. Ah, ich glaube beides, ja? Bilde ich mir das hier jetzt ein, oder was? No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. To not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I. Wherever here may be. Ja, wo könnte das hier nur sein? Die Hölle? Wahrscheinlich eher das Afterlife, das Nachleben oder so ähnlich. Sie überlegt einen Moment lang und schaut an ihren eigenen schlafen Körper hinab. Nein, ich glaube nicht. Ihre Zunge schnallt und sie schüttelt ihren Kopf. Ach, wie schade. Wäre doch einfacher gewesen, gar eine Gnade, sich keine Fragen mehr stellen zu müssen. Doch leider sind wir hier, du und ich. Wobei sich die Frage stellt, wo hier sein könnte. Wie kannst du noch mit mir sprechen? Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice.
Kaldara bewegt ihre Zunge so im Mund herum, als ob sie prüfen würde. Überprüfen würde. Ist es das, was wir tun? Vielleicht scheint es nur so zu sein. Vielleicht ist es der einfachste Weg für deinen Verstand, es zu verstehen. Sie lächelt dich mütterlich an. Ich glaube, es ist eine äußerst gute Wahl.